Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Hier hat sich einiges verändert. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt alles zusammen. Weil, bevor ich das eigentliche Ziel heute mache, zeige ich euch erstmal, was sich alles verändert hat. Und zwar habe ich offscreen ein bisschen gearbeitet. Eigentlich hatte ich davon Aufnahmen gemacht, aber ich habe mich jetzt spontan dafür umentschieden, euch die doch nicht zu zeigen, weil. Ansonsten passt das einfach nicht mehr. Also hier sollen dann da Professor Ente hin, General Dieter und Edgar und da hinten noch zwei andere, die dann noch kommen werden. Die Schafe sind bis nach hinten entweitert worden. Und ja, wir gehen erstmal hoch, bevor ich euch das andere, alles andere zeige. Hier hat sich nicht wirklich was verändert. Hier. Ah doch, hier hat sich schon was verändert. Hier haben wir jetzt ein ganz kleines Feld angebaut mit Nahrungsmittelproduktion, damit wir hier nicht mehr auf dem Trockenen sitzen. Apropos Essen, weil ich bin tatsächlich zwischendurch verhungert. Hier gibt's noch nichts, da gibt's noch nichts, hier aber. So, hier habe ich, das hatten wir in der letzten Folge ausgehoben, ja. Hier habe ich jetzt weitergebaut. Und zwar haben wir jetzt hier so ein paar schöne Säulen, hier kommen leere Bücher rein. Hier, das ist, wird alles noch verkleidet mit Büchern ausgefüllt. Da auch. So. Und hier vorne haben wir einen Zaubertisch. Ah ja, hier habe ich einfach nur aus Dekogründen so ein paar Reservoirs hingemacht mit Wasser. Und hier haben wir unseren Zaubertisch, der auf Level 30 verzaubern kann. Hier. Und ja. Weiter oben sollte es nichts mehr geben, bis auf dass wir jetzt hier eine riesengroße freie Fläche haben, weil ich das Holz weggefarmt habe. Und dann gehen wir einmal komplett nach unten. Weil es hat sich noch etwas getan. Ich habe mein Bett aufgestellt. Und ich zeige euch auch wo und wie und warum und weshalb und blablabla. Hier habe ich alles soweit entfernt. Den gesamten Berg. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich schon letzte Folge. Aber dann kommt man hier rein. Hier kommen dann meine Kinder und meine Frau hin, dann demnächst, wenn ich mal wieder eine habe. Und jetzt gehen wir hoch zu meinen Schlafplätzen. Das ist dann hier. Ich fand das mit dem Boden so ein bisschen gemischt. So mit hier Sand, Gravel, Holz, ein bisschen Quarz, Ziegel und so. Fand ich eigentlich ganz nice. Hier habe ich nochmal ein paar Bücher, Regale frei, einen Zaubertisch und zwei Betten. Ich persönlich finde das echt nice. Und heute wollen wir uns an etwas ganz Besonderes machen. Und zwar hatte ich das in Minecraft Nick. War das, glaube ich, des letzten Standes. Ich hatte mit der Dunkelstahlrüstung angefangen. Und diese wollen wir jetzt machen. Dafür habe ich hier schon automatisiert. Der produziert ja gerade Dunkelstahl. Hier, Dark Steel. Das bereits seit einer Stunde und 8 Minuten. Gut. Aber wir sollten jetzt hier schon einiges haben. Nämlich Dark Steel. Ja, 61. Dann gehen wir nämlich hier an die Konsole. Da gucken wir jetzt mal. Ich crafte das nämlich jetzt einfach erstmal alles, was wir wollen. Das Problem ist, wir können noch nicht alles verzaubern. So, hier einen. Weil, dafür brauche ich noch mehr Level. Geil. Ich könnte hier mein Jetpack mit reinmachen. Aber das ist etwas für wann anders. So, das hätten wir dann. Ne. Hose brauche ich. Schuhe. So, jetzt muss ich mal gerade eben gucken. Eine Durability von 1,5 und 1,2. 1,2 und 2000. Okay, die wäre besser. Und ich kann sie upgraden, so dass sie rein theoretisch dann Travel und Spoon hätte. Need a shovel when you have a spoon. Okay, ja. Ja, das ist auch nicht wirklich was. Effizienz, ja, das wäre tatsächlich was. Aber ich würde sagen, wir belassen es dabei. Oder? Ja, komm, eine Pickaxe kann ich mir mal noch machen. Und ja. Gut, wie lang brauchst du noch? Okay, du brauchst noch extrem lange. Darum machen wir uns auch mal gerade eben noch einen Alloy-Smelter, den wir. Oder einen ganz normalen. Nee, ich brauche dafür einen Alloy-Smelter. Alloy-Smelter.
Dafür brauche ich auf jeden Fall hier das. Zack. Das. Ups. Hier drei Öfen. Ich meine, wir haben die ganzen Materialien ja. Und den Alloy-Smelter. Und den, wo klatschen wir den jetzt dran? Am besten klatsche ich den hier in einer. Einfach hier dran. Hier kommen drei Alloy-Smelter hin. So, dann kommt da noch ein weiterer hin. Hier kann ich schon mal Holz 1, 2, 3 hinmachen. So. Ja. Gut, hier muss ich doch mal gerade eben ein bisschen Kohle rausnehmen und den hier wieder befeuern. Jetzt brauche ich Rybrand Alloy. Das kann ich im Alloy-Smelter mit einer Enderpearl und Energetic Alloy machen. Energetic Alloy wird aus Redstone, Gold und Glowstone Dust gemacht. Also brauche ich jetzt Redstone, Glowstone. Und was war das andere? Gold. Gold. Okay, da habe ich nicht mehr wirklich viel. Das heißt, eins. Stack davon wird auf jeden Fall noch mitgenommen. Das werde ich allerdings in normalen Öfen schmelzen. Und zwar aus folgendem Grund. Dadurch bekomme ich weitere XP, die ich brauche, um zu verzaubern. Apropos Öfen, da sollte ich mir dann auch mal einen machen. Ich habe hier noch einen Alloy-Smelter. Ja, nice. Okay, den kann ich auch mal aufstellen und dann, Furnace. Zack. Machen wir mal 4 und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich habe jetzt neu gemacht, weil ich noch zwei weitere brauche. Gut, und den hier setzen wir dann nämlich hier rauf. Und hier setzen wir dann die so hin. Die so. Das ist hier ein bisschen symmetrisch. So, oh, und hier haben wir jetzt das rein. Davon nehme ich das nicht. Ich nehme das hiervon. Und dann läuft hier auch noch das Gold nebenbei. 39, okay. Mal, wie viel Armor hat das denn? Die Schuhe haben 3. Die hier 2, 6, 5, 8, 6. Aber was ich glaube, ist, da 8, 3. Ja, okay, wenn die gepowert sind, was wir jetzt auch machen wollen, sind die genauso gut wie die Dia-Rüstung. Das ist schon mal ganz gut. Das Ding wird nicht genug mit Energie versorgt. Okay. Wie viel davon habe ich denn jetzt? Die muss ich mit Enderperlen zusammenschmelzen. Wie viele Enderpearls habe ich eigentlich noch? N6. Oh, das könnte echt knapp werden. 3, zack.
So, Ribrand Alloy. Das, weil um. Okay. 18 und jetzt brauche ich Y Brent Crystals. Das ist mit einem Emerald. Emeralds haben wir allerdings ja Gott sei Dank genug. So, drei Stück. Ah ja, ich brauche noch meinen Amboss. Anvil. Very damaged Anvil. Gut, den stellen wir auch oben hin. Ich meine, die drei kann ich eh nicht benutzen komplett. Dafür fehlt mir nämlich einfach Level. Aber ich kann zum Beispiel hier. Da ist die Empowered. Und wir haben nichts mehr. Wir haben unseren Anvil verloren. Ja, apropos, ich muss die ja auch noch irgendwie powern. Also brauche ich, muss ich mal gerade eben gucken. Kann ich mir mit den Mods, die ich hier habe, eine Capture Bank machen? Ja, die brauchen wir nämlich, um die aufzuladen. Hier, so eine Basic Capture Bank von Ender.io. Der ist auch gar nicht teuer, also, sehe ich gerade. Ich brauche allerdings jetzt erstmal einen Anvil. Und zwar machen wir da los direkt. Nicht den ganz normalen Minecraft-Anvil, nein. Hier einen Dark Steel Anvil. Damage Resistance. Also, wenn ich genug Materialien habe. 1, 2, 3. So. Gut, und jetzt muss ich die Basic Capital Bank machen. Capital Bank. Dafür brauche ich 4 von denen. 1, 2, 3, 4. Okay, mir fehlt der Redstone-Block. So, zack. Zack. Und fertig. Die setzen wir hier oben dran. Rein theoretisch sollte sie jetzt mit RF produziert. Null auf. Wieso? Wahrscheinlich, weil ich nicht genug produziere. Aber die können wir schon mal hier reinlegen, dann wird das ganz langsam gefüllt. Moment mal. Kann ich dich gerade mal bitte ausschalten? Nee, kann ich nicht. Wie viel Obsidian haben wir? 30. Gut, das reicht. Dann kappen wir das Kabel. Da können wir auch direkt das hier mitkappen. Weil dann laufen die komplett leer jetzt. Brauche ich. Ja, das reicht erstmal. So, komm schon, Capital Bank. Muss auch wenigstens etwas jetzt. Always active. Okay, sie bekommt 11. Gut. Ja, wir gehen jetzt nochmal hoch. Ich habe noch nicht mal 10 Level verbraucht. Okay, jetzt die Hose. Zack. Jetzt die Schuhe. Gut. Jetzt brauche ich nur ein Ribbon, zwei. Zwei Ribbon Crystals. So. Ah ja.
So, Erlösmelterrennen. So, was hast du denn jetzt für mich? 5 Energistics, 3 davon. Die legen wir auch nochmal dazu. Und jetzt die hier natürlich. So. Emerald 1, 2. Emerald Skin. Nice. Ich lerne hier immer täglich neue Sachen. So, 2. Und. Ach, scheiße, jetzt habe ich 3 gemacht. Egal. Wir werden schon irgendwo eine Verwendung dafür finden. Und hier hin. So. Gut, jetzt haben wir unsere Dunkelstahlrüstung soweit gemacht. Jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, was wir an Upgrades da drauf klatschen können. So, das Problem, was ich jetzt auch habe, ich habe nicht genügend Energie. Und da kommt ein Creeper. Ein scheiß Creeper. Du explodierst mir da nicht. Und auch nicht hier. So. Geil, ich habe noch 2 Level. Ich muss dringend mal eine Mob-Farm bauen. Alter, ihr scheiß Zombies, ey. Ah ja, das Dunkelstahlschwert wollte ich mir auch noch machen. Ding, stimmt ja, da war ja was. Was ist denn hier? Sword. Wo kann ich das Dunkel, das Dark Steel Sword gar nicht mal craften? Sword Boots. Ey, das sollten die auch echt fixen, dass man einen nicht angreifen kann, wenn man in einer Truhe oder einem ME-System steht. Dark Steel. Nö, ich kann's nicht craften. Was ist denn, wenn ich das ganz normal versuche? Dark Steel. Sticks. The Ender. Ah, klar, habe ich's nicht. Increase Skulls and Ender Pearl Drops. Ah, okay, gut. Ja, ich kann. Ah, scheiße, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr genügend. Was hat er mehr? 7? 7 mit Tech Damage. Was ist denn, wenn ich hier nach The Ender suche? The Ender. Hat dann plus 1 Attack Damage und Travel. Okay, und mehr Speed. Das heißt, es wird stärker als mein Dia-Schwert mit Looting 3 und Knockback 2. Wieso bekomme ich keine Level? Okay. Naja gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.